hat. Und los! Ja, liebe Zuschauer, wo alle Geschlechter mitgemeint sind. Wir sind wieder am Samstagabend, Samstag oder Verantwortungstreff, die älteste Talkshow von Schenkerbewegung in verschiedenen Formen, so seit circa 10 Jahren, dass wir versuchen, sowas anzubieten. Und ja, der Sinn der Sache ist, lasst uns doch einmal die Woche oder halt irgendwann mal überhaupt, bei vielen Leuten kommt kaum vor, glaube ich, auftauchen aus diesem Fluss der Alltagsdinge oder der kleinen Interessen und uns mal die Verantwortungsfrage stellen. Nicht nur für die Zimmerpflanze auf der Fensterbank, sondern für den Gesamtentwurf unseres Lebens oder der Entwicklung in der Welt. Ja, dazu laden wir ein. Wir sind hier mittlerweile ein Zweierteam als Kerngruppe. Der gute Dylan als Vertreter der Next Scientist for Future und des Weltrates der Weisen. Und meine Unbedeutendheit, das of Earth. Und wir verstehen uns da hier in diesem Talk und in ja als grundlegendster Lebensnerv in dem, was wir tun, da wir da die freie Argumentekultur als gültig betrachten und uns da auch wirklich dran halten wollen, sehen wir das als den tiefsten Lebensnerv oder Wurzeln auch für eine wirklich nachhaltige Kommuneentwicklung, sehen uns da als eine Art Supervisionsteam, was wir auch anbieten. Der Dylan hat da eine schöne Anzeige zu gemacht, womit wir diesen Weg empfehlen und unsere Hilfestellung anbieten. Wenn ihr über den Talk hinaus die Fäden mit uns weiterverfolgen wollt, es gibt außer natürlich immer den nächsten Talks, also am Montag wieder, immer samstags und montags haben wir jetzt schon mal gute Talktermine. Und darüber hinaus gibt es die Schriftform, da haben wir einen Versuch laufen eines korruptionsfreien Internetforums, einer Austauschplattform. Die findet ihr unter www.freie-argumente-kultur.de. Und noch zum Ablauf hier. Wir machen das so redekreismäßig, also auch wenn ihr dazukommt, ihr seid alle herzlich eingeladen. Dann hat jeder so seine feste Redezeit, 4 Minuten. Der Dylan gibt ein Zeichen, piep, 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 sagt er dann. Wenn die Zeit vorbei ist, dann kann man seinen Gedanken noch abrunden. Aber sollte dann schauen, dass man den Staffelstab an den Nächsten weitergibt. Und ja, damit sei der Einleitung genug gesagt und ich gebe zum ersten inhaltlichen Beitrag an den Dill. Ja, vielen Dank. Ja, und ich hab's ja ganz am Anfang schon eingeblendet gehabt, dass ich mich jetzt heute so fühle, als wäre ich bei hier in der freien Argumentekultur und in einem New World Economic Forum mit verschiedenen Lösungsentwürfen am runden Tische sozusagen. Und ich selbst, ich verstehe ja den Weltrat und die Next Scientists for Future. Wir haben guten Grund zur Annahme, dass wir die absolute Weltspitze des naturwissenschaftlichen Denkens sind. Und damit lege ich auch gleich los, denn ich sage, im Politischen gibt es aus naturwissenschaftlicher Sicht, gehören zu den engeren diskutierbaren Dingen die 4 gemeinwohlökonomischen Lösungsentwürfe, wobei man die Gemeinwohlökonomie als bekannteste Variante jetzt ja im ZDF und Arte gesehen hatte und so weiter. Und ja, ich zeige das gerade mal den Zuschauern, damit die das sehen können, so ein bisschen hier. Ja, also das habe ich ja schon öfters gezeigt hier, dass hier ZDF, hier Schrot und Korn, die Bio-Zeitschrift, auch jetzt endlich über Gemeinwohlökonomie einen Artikel. Mit der Journalistin habe ich auch ein tolles Telefonat geführt. Und dann Arte und hier Christian Felber mit Richard David Brecht und so weiter. Ja, also diese 4
gemeinwohlökonomischen Lösungsentwürfe halte ich für die richtigen. Und dann auch, wenn es um den inneren Weg geht, also was können wir auch durch Persönlichkeitsentwicklung erreichen, da haben wir ja als realistisches die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, weil wir ja davon ausgehen, dass viel zu viele Irrtumspsychologien, die zwar ein gutes Geschäft sind, unterwegs sind, die aber leider nicht der Wahrheit entsprechen. Und dann haben wir noch hier die Gemeinschaft Köln-Süd, für die ich stehe hier, wo also experimentell quasi anders gelebt werden kann und auf so als Nachfolger vom ZEC. Das ZEC war jetzt ja auch wieder im WDR im Fernsehen zu sehen, ja. Und das ZEC ist ja quasi ein Nachfolgeversuch vielleicht der Kommune 1 damals gewesen, der 68er, und versuchte auch die Sexualität zu befreien in gewisser Hinsicht. Das ist also offensichtlich nur mit sehr geringem Erfolg geschehen. Und vor allem hat das nicht die Massen angezogen, sondern nur sehr wenig Zulauf, stagniert bei 100 Personen statt bei 30 Millionen Menschen zu sein. Aber so ist das in der Welt. Ja, und jetzt fange ich damit an, dass ich gleich in medias res gehe, nämlich sage, das Entscheidende in der neuen naturwissenschaftlichen Weltperspektive ist die neue psychologische Perspektive, die Professor Richard Dawkins ja mit den Worten parasitäre Meme sozusagen angefangen hat anzudenken sozusagen. Und heute sprechen wir ja davon, dass wir sagen, psychologisch ist, können wir alle psychologischen Konzepte vergessen, bis auf das Konzept, dass wir sagen, es gibt einen Unterschied zwischen der Lüge und der Selbsttäuschung. Und leider ist der Mensch ein zur Selbsttäuschung äußerst fähiges Tier aus unserer Sicht, ja? Denn der Vogel, der lügt, der ruft also, Adler im Anflug, gefährlicher Adler im Anflug, der weiß aber, dass er lügt. Denn alle anderen fliegen weg und er holt sich den fetten Wurm, wo die anderen näher dran waren, die hat er quasi in die Flucht geschlagen mit dieser Lüge. Und dann holt er sich selber den Wurm, weil er ja weiß, dass der Adler gar nicht da ist. Ja? Er weiß also, dass er gelogen hat und profitiert, weil er die anderen belügt und betrügt. Ja? Und frisst den Wurm, den fetten Wurm. Das geht natürlich nicht allzu oft, denn bald wird dieser Vogel natürlich als Lügner bekannt sein und niemand reagiert mehr auf seine Warnrufe. Ja? Aber ja, manchmal klappt das sozusagen mit der Lüge. Nur, dass der Mensch eben zur Selbsttäuschung fähig ist. Und das ist das Problem, dass er dann zwar selber auch Opfer seiner Irrtümer wird, seiner eigenen Irrtümer, der sogenannten vorteilbringenden Irrtümer, aber er profitiert kurzfristig dennoch davon. Ich mache als letztes, bevor ich weitergebe und öffne, nur noch das Beispiel. Wenn also der Waffenhändler, der Steinäxtehändler, bei Geschichten er davon erzählt, dass angeblich eine Gruppe die andere nachts überfallen hätte und totgeschlagen hätte, und er diese Geschichte selber glaubt, dann kriegt er auch selber Angst. Aber kurzfristig kaufen ihm die Leute und reißen ihm regelrecht die Steinäxte aus den Händen und kaufen diese Bewaffnung. Und er profitiert dadurch, obwohl er ja selber auch in einer unrealistischen Angst vor vermeintlichen Gefahren lebt. Aber das scheint genau das Problem zu sein. Kurzfristig bringt das große Profite. Und auch wenn dabei der Mensch selbst geschädigt wird. Und diese Selbsttäuschung, das ist das Wesentliche, die neue Entdeckung, das ist das eigentliche Wesen der menschlichen Psyche in der Marktwirtschaft. Ja? Und da mache ich nachher weiter. Ja? Ich gebe weiter an Öff. Ja, danke, Dylan. Ja, deine Vorstellung, dass wir uns hier als Keimling verstehen sollten für ein alternatives New Economic oder New World Forum, wo
wirklich mal ohne ideologische Aussortiererei, ohne ständiges ausschließendes Geklüngele, rein um der Sache willen alle denkbaren Antworten und Lösungswege für die Menschheit in einen echten, fairen Vergleich gebracht werden könnten. Das ist eine tolle Idee. Da kann man das, was wir tun, mit in diese Absicht oder unter diese Überschrift ja mit einbinden. Du hast ja gemeint, man kann unsere Talks dann schon als kleine Keimlinge für so einen Zukunftskongress, wo alle Lösungsvorschläge sichtbar und vergleichbar werden, verstehen. Da habe ich dir zwischendurch schon zugestimmt. Und es hat so verschiedene Akzente. Man könnte sagen, der Samstalk ist der Austausch unter den Orga-Leuten der Revolution. Der Montag ist das erste Eingangsportal für irgendwelche Menschen, die sich da mit dran beteiligen wollen, darüber mitreden wollen. Und das, was wir zusätzlich noch versuchen zu erreichen, ist eine Austauschebene zwischen den Orga-Leuten und anderen großen Multiplikatoren in der Welt, also die für diese Antwortkonzepte stehen oder Lösungskonzepte, die relevanteren Lösungskonzepte, die in der Welt da sind oder wirken. Ja, das ist toll. Da sollten wir in die Richtung weiter uns bemühen. Finde ich ganz genial. Und ich glaube, dass wenn dieser faire Vergleich zustande kommt, dann können wir da gewaltig punkten. Also mit unseren Konzepten vor allem eben, weil da diese freie Argumentekultur, diese echte Demokratie mit enthalten ist. Viele andere Konzepte, auch jetzt so Gemeinwohlökonomie-Vorstellungen, sind schon wieder eng geführt und haben oft gerade die allerentscheidendste Funktion im Menschen und im Zwischenmenschlichen, nämlich die Entscheidungsstruktur oder die Entscheidungssteuerung. Das haben die nicht so richtig drin. Und ich sage schon seit etlichen Jahren, dass dann die große Gefahr besteht, dass egal wie anarchistisch die Grünen am Anfang auch waren, als Hintergrund ihrer Ökoziele, dass wenn man dann nur noch auf diese Einzelziele oder Teilziele schaut und das nicht im Gesamtzusammenhang sieht, auch nicht in Verbindung mit dem Wesentlichsten, mit der Grundsteuerung, mit den Entscheidungsstrukturen, dann kann das ganz leicht missbrauchbar werden. Und diese Gefahr sehe ich jetzt massiv, also auf jeden Fall auch bei den Grünen und bei den sogenannten Linken, weil die ihren Frieden dann machen mit einer Willkürherrschaft, also ganz das Gegenteil von argumentativer Anarchie, mit einer Willkürherrschaft, die sie dann vielleicht sogar instrumentalisieren kann für Ziele, die an sich ja auch ganz gut sind, die aber als Stabilisierungswerkzeuge der Willkürherrschaft verwendet werden können. Und wenn die Freiheit wichtiger ist als Gesundheit, Leben und so weiter, dann würde den Menschen damit das Wesentlichste genommen, sogar wenn sie ökologisch und sozial einigermaßen versorgt werden. Denn man darf sich da nichts vormachen, also man darf sich den Teufel nicht nur schwarz anmalen oder diese zukünftige Big Brother-Diktatur. Ich sage oft, sie wird nicht auf einem verbrannten Planeten sitzen wollen. Das heißt, ökologische Maßnahmen werden durchaus auch im Sinne von Big Brother sein können. Und Big Brother wird nicht hingehen wollen und ein allzu aufwendiges Sozialsystem selber durchführen wollen, sondern wird soziale Kultur unter den Menschen anregen. So nach dem Motto, wenn die sich mit Nachbarschaftshilfe oder so schon über die Runden retten, dass da zumindest keiner verhungern muss, dann ist doch gut. Dann brauche ich da keine Sozialstruktur, keine Sozialorganisation aufbauen, finanzieren, Mitarbeiter da hinschicken. Das heißt, und es wird natürlich trotzdem immer so sein, dass man da jetzt die Alternativaktivisten ihre Showkämpfe durchführen lässt. Big Brother wird lächelnd da sitzen und wird dazu gucken, wird ab und zu seine Soldaten oder Polizisten hinschicken, damit sich die sogenannten Revolutionäre dran abarbeiten können. Aber im Endeffekt kann man dann lächelnd, großzügig lächelnd, kann man dann nachgeben und kann sagen, ja okay, ist ja gar nicht so verkehrt, was ihr wollt. Ihr habt ja eure Ökoziele, ihr habt ja eure sozialen Ziele und über die Herrschaftsstruktur. Ja, also insofern glaube ich, wenn fair alle Lösungsangebote
sichtbar und vergleichbar gemacht würden, dann ist unser Konzept, weil es die freie Argumentekultur und eine grundlegende echte Freiheit und echte Demokratie für die Menschen mit enthält, ein Konzept, was sehr, sehr gut punkten kann. Gut, damit gebe ich wieder an Dylan. Ja. So, dann mache ich weiter an diesem Punkt, dass natürlich das Schlimmste ist das, was wir heute haben, was das typische Merkmal der Marktwirtschaft ist, ist diese kranke Cancel Culture, dass niemand mehr mit niemandem redet, außer mit Gleichgesinnten. Und deswegen ist diese freie Argumentekultur so zentral wichtig, weil damit ja überhaupt alles erst beginnen kann. Ne? Ja, und ich mache jetzt mal einfach weiter, was ich jetzt also den Menschen sagen würde, wenn ich mir vorstelle, jetzt hier runder Tisch, New World Economic Forum und die Zuschauer schauen zu und ich sage also, das Problem ist also, dass der Mensch, das ist die große Entdeckung der Naturwissenschaft, dass der Mensch leider zur Selbsttäuschung fähig ist und das führt in der Marktwirtschaft zu einem katastrophalen Problem. Ja, ich habe es eben schon angedeutet mit dem Waffenhändler. Ich habe jetzt wieder dieses entscheidende Bild vor mir, die MEMGEAT, die memetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik, den Evolutionsverlaufsbaum. Ja, und dann, wenn ich jetzt also nochmal hier erkläre, dass der erste Früharzt und Früharzt und Frühhändler, der eine lebt in der Wahrheit und der andere, dem passiert ein Irrtum. Und es ist zufällig ein Irrtum, der Folgen hat. Und zwar ein Irrtum, der zum Beispiel sagt hier, nein, hört auf, in Kommune zu leben, ihr habt da auch viel zu viel Körperkontakt, viel zu viel lustvolle Erlebnisse und so weiter. Das ist irgendwie ekelhaft, das ist schlecht, das ist böse, das ist unkeusch, das ist schlecht. Und das hört auf damit und so weiter. Und wenn da sowas eben tausendmal wiederholt wird, weil der Mensch, wir als Naturwissenschaftler sehen wir den Menschen als ein sehr vertrauensseliges Tier, weil es eben aus unserer Sicht, aus einem gelingenden Savannen-Bonobo-kommunistischen Lebensstil kommt, in dem Vertrauen gerechtfertigt war und deswegen wir Menschen sehr starke Vertrauenstendenzen haben, was wir heute auch in der Bereitschaft, mit der Herde mitzulaufen, sehen, diese Vertrauensseligkeit. Ja? Und wenn jetzt also sozusagen solch ein Irrtum aufkommt, dass diese liebevolle, glücksbetonte, lustvolle Lebensweise der Gemeinschaften, die Gemeinschaftslebensweise oder Kommunenlebensweise irgendwie schlecht sei und so weiter, dann hören die Leute tatsächlich damit auf. Erleiden dann aber einen Endorphinmangel, weil ihnen einfach viele Glücksquellen fehlen und werden dann potenziell kaufsüchtig, konsumsüchtig, shoppingsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, reisesüchtig, konsumsüchtig in jeder Hinsicht und fangen jetzt an, die Erde kaputt zu konsumieren sozusagen. Aber dieser Früharzt und Frühhändler profitiert davon, ja? Er selber leidet ja dann auch darunter, dass quasi diese liebevollen Gemeinschaften immer weniger werden. Aber er als beruflicher Händler profitiert so stark davon, dass offensichtlich seine Psyche nicht in der Lage ist, sozusagen sich die Frage zu stellen, ja hoppla, könnte es nicht sein, dass diese Geschichte gar nicht wahr ist und dass das ein ganz ein Irrtum ist, der auch meinem Lebensglück schadet, sondern er ist wahrscheinlich einfach überwältigt von dem enormen wirtschaftlichen Erfolg, den es bringt, wenn die Leute jetzt plötzlich immer weniger in liebevollen Kontakten mit anderen Menschen leben, dass sie dann so viel mehr kaufen und shoppen und bei ihm einkaufen,
dass er dadurch solch einen Riesenerfolg hat, dass er dann irgendwie gar nicht auf die Idee kommt, dass diese Geschichte vielleicht, dieses Märchen, was er da erzählt hat, vielleicht falsch sein könnte und das einfach auch vielleicht nicht hinterfragt, weil einfach er beruflich ja diesen Erfolg hat und sich dann auch gar nicht fragt, ob es ihm nicht auch privat eher schadet, wenn die Welt liebloser wird, weil er ja dann auch weniger Liebe abkriegt. Aber leider hat das in der Marktwirtschaft genauso funktioniert, dass er durch den kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg nicht mehr dazu neigte, seine Märchen, die er erzählt, auf Irrtum zu hinterfragen, sondern einfach geblendet war von diesem großen wirtschaftlichen Erfolg. Und das ist das eigentliche Problem der Marktwirtschaft, warum wir die Gemeinwohlwirtschaft empfehlen mit der Wohlfühlstimme und solchen Dingen. Ich muss aber weitergeben an Öffef, meine Zeit ist schon wieder rum. Ich gebe weiter. Ja, danke schön, danke schön. Ja, was die Menschen dazu bringt, nicht wirklich mal die Augen aufzumachen, sondern entweder selber auch nur irgendwelche Ego-Filme zu fahren oder sich quasi vertrauenssüchtig in irgendeine Herde mit einzureihen. Was die Menschen dazu bringt, ist natürlich eine Schlüsselfrage, mit der wir uns immer wieder auch beschäftigen. Letztens hatten wir schon, ob die vielleicht so ihren inneren Mustern und Prägungen verhaftet sind, dass wir sie da mit einem attraktiven Computerspiel oder so rauslocken müssten, damit sie wieder zum freien und sinnorientierten Denken sich öffnen. Ja, also da gibt es sicher viel weiter zu denken und Lösungswege, auch Experimente zu finden und auszuprobieren. Ich finde es spannend und habe so mein Bild natürlich auch von der Entwicklung. Ich glaube, dass diese eigenen Filme, diese Ego- und Willkürfilme, Spielereien auch, die sich von ernsthaften Lebenszusammenhängen abkoppeln. Das ist aus meiner Sicht, also ich lasse jetzt mal offen, Dylan und ich, wir reden da manchmal drüber, soll man es noch instinktiv nennen oder soll man es jedenfalls einen noch ziemlich eng verknüpften Reizreaktionsautomatismus nennen. Aber jedenfalls, der ist ja bei den Tieren noch viel stärker da, auch bei den Bonobos, die verhalten sich eben so, wie es ihnen einprogrammiert ist. Bestimmte Reize haben bestimmte Auslösereffekte zur Folge. Ja, und insofern ist es so, dass wir da sagen können, es geschah ja mit der menschlichen Entwicklung dann natürlich auch ein sozusagen hin- und her schleudernder Umbruch, dass der Mensch mit seinem individuellen Lernvermögen und dann seiner von den Automatismen sich immer mehr befreienden Intelligenz- und Willensfreiheit, in Anführungszeichen, reicht da, wenn man da hier jetzt nicht was Mythologisches mit verbindet, sondern eben sieht, auf einen Reiz konnten unterschiedliche Handlungen, Reaktionen erfolgen, diese Freiheit. Und ja, was hat das bewirkt? Also ich sage es immer als Bild, und jeder kann es in sich auch spüren, wir wollen nicht durch einen Gemeinschafts- oder Sozialgesellschaftsautomatismus, wollen wir nicht irgendwie eingeordnet sein. Und wir wollen es auch nicht, indem wir vernünftig darüber nachdenken, was für alle gut ist, sondern wir wollen jetzt unsere Einzelmotive, Fressen, Saufen, Sex, Macht, Eitelkeit, die wollen wir ausleben. Und ja, das Soziale wird untergeordnet, muss ja die Schäden hinnehmen oder dran glauben. Und unsere Vernunft wird zum Erfüllungsgehilfen gemacht. Also wir entwickeln damit Strategien, wie wir unsere Einzelmotive eben auch in einer nicht maßvollen Weise befriedigen können. Also, dass wir dabei gierig sind und maßlos und pervers auch mit diesen Einzelmotiven umgehen und mit der Vernunft dafür Strategien entwickeln.
So schlimm es ist, so klar ist es aber, glaube ich, auch wenn man in sich selber reinschaut, wo sind die Versuchungen. Und natürlich kann man sich das aus der Entwicklung auch ein Stück weit erklären. Also als die Menschen nicht mehr in diesen Automatismen waren, sondern selber jeder so denken konnte und sich auch frei für verschiedene Reaktionen entscheiden konnte, da hat das einerseits natürlich wie ein Rausch wahrscheinlich gewirkt, was man dann alles machen konnte. Und andererseits natürlich gerade auch sozial hat es sicherlich zu großer Verunsicherung geführt. Wie verhält sich jetzt der andere? Wenn die Reaktion nicht mehr berechenbar ist, was kommt da raus? Und was mache ich für Erfahrungen? Ich kann jetzt erstmalig Erfahrungen machen, die ich in dieser schlimmen Form vorher gar nicht erleben konnte. Ja, und diese Verunsicherung könnte dann schon eine Gegenreaktion ausgelöst haben, also innerhalb der Motivlage der Menschen, dass sie dann umso krampfhafter sich einer sozialen Normengestaltung unterworfen haben oder sich danach gesehnt haben oder so etwas herbeigeführt haben. Auch wenn das jetzt ganz anders war, also nicht mehr der natürliche Automatismus, sondern die soziale Struktur und Verbindlichkeit konnte jetzt eben auch, was weiß ich, im schlimmsten Fall diktatorisch sein, willkürdiktatorisch, oder könnte jetzt in ein Big Brother-System übergehen. Natürlich gibt es immer schon Lücken und ich glaube, wenn man genau hinschaut, kann man auch sehen, dass die ganze Menschheitsgeschichte hindurch gab es einzelne und kleine Gruppen, die da die Antwort so aufgefasst haben, wenn ich jetzt frei bin und nicht mehr eine bestimmte Reaktion auf den Auslösereiz kommen muss, dann nutze ich diese Freiheit doch, dass es das vernünftig Sinnvollste im Ganzen ist. Und dadurch kann ich die neu gewonnene Freiheit auch verbinden mit sozial vertrauenswürdigen Strukturen, auch Gemeinschaftlichkeit, auch sogar Aufgabenteilung oder dass man das Steuerruder an andere abgeben kann, wenn man weiß, dass sie eben auch in diesem gesamtverantwortlichen Sinne, in Verantwortung für alle, damit umgehen. Ja, die Antwort ist nicht schwer, aber die Willkürfilme und das sich aus Unsicherheit hineinstürzen in falsche Autoritäts- und Normenstrukturen, das prägt offensichtlich die Menschen weit, weit, weit überwiegend. Ich gebe an Dillen. Ja, und wir Naturwissenschaftler sehen halt da, in der Naturwissenschaft sehen wir halt sozusagen den Bonobo eigentlich als unseren Bruder an, also sozusagen, der im Prinzip genauso funktioniert, nur halt die mit Motorik für so eine echte Sprechsprache nicht hat, aber im Prinzip auch eigentlich alles kann, was wir auch können, nur eben die Sprechsprache vielleicht nicht so und das ist vielleicht eben aber auch gerade dieser große Unterschied, diese Sprechsprache und der Bonobo konnte halt auch die Marktwirtschaft nicht erfinden. Ja, das sind so die entscheidenden Unterschiede. Ja, der Bonobo hatte das große Glück, dass er der hatte die Gnade des kleineren Gehirns. Er konnte weder die Marktwirtschaft erfinden, noch verfügt er über die Sprechsprache. Und damit hat er auch diesen hauptsächlichen Selbsttäuschungsmechanismus, diese Möglichkeit des vorteilbringenden Irrtums nicht in diesem Ausmaße sozusagen. Denn die Sprechsprache ist eben das, was, obwohl ich ja vorhin an dem Beispiel schon gezeigt habe, dass der Vogel mit seiner Sprache auch Lügen schon kann. Der kann also lügen, indem er ruft, irgendwie ein Pfeifton, der eben steht für und in der Vogelsprache heißt gefährlicher Adler im Anflug, ja. Also das geht schon auch und so haben die Tiere alle auch schon ihre Sprachen, natürlich viel einfacher als unsere Sprechsprache. Und
da ist aber eben genau das ist die Psychologie, die neue naturwissenschaftliche, psychobiologische, evolutionspsychologische Psychologie, die aus unserer Sicht als einzige Bestand hat, nämlich dass wir diese vorteilbringenden Irrtümer haben, dass also jede Sparte der Gesellschaft, wenn da Irrtümer auftauchen, die unmittelbare Karrieresprünge oder Profite ermöglichen, dass dann irgendwie man es nicht schafft, obwohl man eventuell durch diesen Irrtum dann ja auch selber im Leben in die Irre geführt ist, aber dann ist man so geblendet von den Profiten, die man so kurzfristig macht, dass man eben diesen Irrtum nicht systematisch hinterfragt, in einer freien Argumentekultur systematisch auf den Prüfstand stellt, so nach dem Motto, was mich füttert und was mich reich macht oder was mir eine Karriere ermöglicht, das hinterfrage ich nicht. Und dass der Mensch diese Eigenschaft hat, das macht die Marktwirtschaft dann so gefährlich. Dass also dann plötzlich der Früharzt und Frühhändler, der Frühhändler quasi genauso wie die heutigen Supermarktleiter einfach gar kein Problem darin sieht, dass in den Nahrungsmitteln Unmengen an Zucker, an Süßstoffen, an Pestiziden, Fungiziden, Konservierungsstoffen, Farbstoffen, Aromachemikalien und was auch immer drin ist, darin sieht er überhaupt kein Problem. Obwohl er ja auch, wenn er dieses Zeug isst, auch gesundheitlich geschädigt wird. Aber er verdient so gut daran, dass eben diese billig herstellbaren, ich nenne sie Sondermüll, dieser billig herstellbare Sondermüll, der eigentlich gar nicht in den Körper eines Menschen gehört, sondern auf die Sondermülldeponie, dass er so davon profitiert, diese Sachen zu verkaufen, dass er sich selbst gar nicht fragt, ob das Ganze nicht ein Irrtum sein könnte und ob er nicht sich selbst und die Welt damit vergiftet, dass er sowas verkauft, ja? Und und das ist genau das Problem, denn wir stellen ja fest, dass eben die ganzen Supermarktleiter alle, ohne ein besonders schlechtes Gewissen zu haben, im Prinzip Sachen verkaufen, die unter Garantie dazu führen, dass die Bevölkerung immer häufiger Krebs bekommt, immer häufiger Diabetes bekommt, immer häufiger unter Übergewicht leidet. Also sozusagen wir haben einfach den faktischen Beweis, dass diese Menschen offensichtlich da ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer selber glauben und sie selber, ja, und weil sie sonst ja den ganzen Tag mit einem schlechten Gewissen mit rumlaufen müssten. Und die menschliche Psyche scheint da in der Lage zu sein, dass dann sozusagen man in der Selbsttäuschung lebt und ein gutes Gewissen hat, obwohl man eigentlich mit dem, was man in dem Supermarkt den Leuten schmackhaft macht, eigentlich die Leute ermordet und umbringt. Ja? Und das ist der Grund, warum wir dann die Wohlfühlstimme brauchen, also zum Beispiel die Wohlfühlstimme, aber generell quasi messen müssen. Was macht der Supermarktleiter? Was macht der mit meiner Gesundheit? Mit der Gesundheit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Wo beschädigt er? Wo richtet er Schäden an? Und dann, wenn er Schäden anrichtet, geht er pleite in der Gemeinwohlwirtschaft. Und überleben kann er nur, wenn er die Gesundheit, Langlebigkeit und das Wohlfühlen und auch den Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner bewiesenermaßen verbessert hat, dann kann er überleben als Marktleiter und ansonsten geht er pleite.
Ja? Und das ist Gemeinwohlwirtschaft. Das heißt, die Gemeinwohlwirtschaft greift genau an der Stelle an, des entscheidenden psychologischen Schwachpunktes in der Marktwirtschaft sozusagen, diesem Selbsttäuschungsmechanismus an und sagt, ja, okay, du kannst dich selbst täuschen, so viel du willst, aber wir lassen uns nicht mehr täuschen. Wir messen deine Wirkung. Wir messen die Wirkung, die eine Praxis auf die Menschen hat, ein Restaurant auf die Menschen hat, ein Supermarktleiter auf die Menschen hat. Und wie viel davon zum Beispiel, wir messen, wie viel davon Krebs bekommen, weil wir das sehen wir ja an der Verschlechterung der Wohlfühlstimmen. Denn wenn jemand Krebs bekommt, dann wird er eben dem Bundeswahlleiter eine verschlechterte Wohlfühlstimme melden. Und wenn das dann eben bei einem Supermarktleiter mehr Kunden tun als bei einem anderen Supermarktleiter, dann sorgt die Gemeinwohlwirtschaft automatisch dafür, dass genau der mit den meisten Schäden und der meisten Verschlechterung des Wohlfühlens pleite geht und der andere nicht. Ja? Und so korrigiert also die Gemeinwohlwirtschaft den wesentlichen Fehler und die wesentliche psychologische Schwäche des Menschen. Und natürlich ist das dann ganz ein bisschen komplizierter, ja, nicht, dass jetzt der Arzt anfängt, alle Leute, die sowieso eine Tendenz haben, schlechtere Wohlfühlstimmen zu entwickeln, rauszuekeln, oder dass der Supermarktleiter anfängt, bestimmte Altersgruppen, die typischerweise Verschlechterungen in der Wohlfühlstimme aufweisen, rauszuhalten aus seinem Supermarkt. Und nur die sowieso dazu neigen, bessere Wohlfühlstimmen nach und nach abzugeben, drin zu lassen, da braucht es natürlich Korrekturen. Das zum Beispiel muss die Wohlfühlstimme alterskorrigiert, da muss es eine Alterskorrekturformel geben bei den Patienten eines Arztes, muss es die sogenannte Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve geben, die also all diese Ungleichheiten unter den Menschen so macht, dass also sozusagen weder der Arzt noch der Supermarktleiter irgendetwas davon gewinnen könnte, wenn er irgendjemanden rausekelt, sodass er also quasi nur ein Ziel hat. Ich tue allen Leuten, die zu mir kommen, Gutes, unterschiedslos, wie alt die sind, wie jung die sind, denn die Korrekturformeln und die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve und alle solche Korrekturen sorgen dafür, dass es sich für jeden meiner Kunden lohnt, mich voll zu engagieren und dass ich dafür belohnt werde und dass es mir nichts bringt, zu versuchen, einzelne Personen rauszuekeln aus meinem Kundenkreise. Ja, so viel für jetzt. Ich gebe weiter an Öff. Ja, danke, Willen. Die Wohlfühlstimme und so, das ist ja eins unserer Elemente, wo wir ja eine Mehrschienigkeit uns vorstellen, wie man mit verschiedenen Hebelstellen oder Hebelweisen so ansetzen könnte, um da einen guten Wandel in der Gesellschaft hinzubekommen. Also diese Mehrschienigkeit bedeutet einerseits, dass innerhalb des jetzigen Systems Reformvorschläge gemacht werden, also auch Belohnungsmechanismen noch mit eingebracht werden, wo die Menschen nicht einfach von alleine aus Einsicht das machen, was im Ganzen gut ist, dass das also motiviert wird noch mit direkteren Belohnungen. Und also solche Wirtschaftsveränderungen aus dem jetzigen System in die richtige Richtung, die sind natürlich auch schon was wert, genauso wie Schritte, dass die Demokratie echter wird, also freie Argumentekultur natürlich, alles was sich zieht von Anfang bis zum Ende, aber dann auch neue Formen von Volksbeteiligung, Volksentscheiden und so weiter. Ich nenne das so die Entwicklung auch von Verantwortungsargumentekonsens oder solcher Logik, also einer wissenschaftlich begründeten Demokratieausrichtung,
Beispiel, damit sich was, man sich was darunter vorstellen kann. Am Ende träume ich dann von der Menschheitskonsensdemokratie, wo Demokratie, wenn man darunter versteht, dass die, die von Entscheidungen betroffen sind, auch mitentscheiden können sollen, wo Demokratie dann bedeutet, dass auch die Kinder der Zukunft mitentscheiden könnten, so betrachtet werden, auch wenn sie sich nicht an den Tisch mit dazusetzen können, und als die entscheidende Stimmenmehrheit oder Stimmenform betrachtet werden. Ja, also das sind so also die auch Bildungsansätze innerhalb des jetzigen Systems. Und ich glaube, wenn es zumindest schon mal zu regionalen Modellexperimenten kommen könnte und nicht gerade die Sachen, die am besten sind oder die am ehesten auch systemische Auswege öffnen können, tabuisiert werden, dann könnte die Ausstrahlungskraft auch sehr, sehr viel größer sein, als das im Moment so gelingt. So, natürlich die andere Schiene ist die außerparlamentarische oder außersystemische Schiene. Und da bin ich ja der Ansicht, dass die ganz radikale Bewusstseinsbildung da ihren Platz hat. Also, dass der Mensch sich fragt, kann er echte Verantwortungsreife im Sinne dessen, was die Entwicklungspsychologen Post-Conventional Level nennen. Ich nenne es am liebsten Spirit Identification Level, also mit einer positiven Begriffsfüllung, statt was es nicht ist oder wonach es kommt. Ja, also diese Einstellung, dass man das im Ganzen Verantwortliche anstrebt, also damit man sich selbst überhaupt vertrauen kann und dass man nirgends blind hinterherrennen darf, sondern schauen muss, auch wenn man Entscheidungsrechte an andere abgibt oder sein Steuerruder, dass das auch so verantwortungsreich für Menschen, fürs Ganze sein müssten. Also diese radikale Bildungsarbeit würde sich verbinden mit Kommune versuchen und diese Kommune versuche, die würden dann auch ja neue Stämme sein mit ja, einfach Menschengeschwisterlichkeit, also in Teilen nicht nur der Entscheidungen dann, sondern auch des gesamten Lebens. Da kann man noch hinzufügen für die Zuschauer, damit das an der Stelle rund ist. Dylan und ich, wir stellen uns da verschiedene Kommune-Standorte vor, die wir anbieten. Also auch Dylan, seine Wohnung in Köln. Und ich habe noch ja 10 andere Orte, könnte man sagen, in Deutschland, wo man damit ansetzen kann. Das Wichtigste im Moment natürlich in Berlin, gegen die Willkürherrschaft, die in Big Brother-Richtung ziemlich stark vorwärts schreitet, dass man da ein Gegenmodell vor die Tür setzt. Das mache ich in Form des Demokratiefürsorgecamps, dass ich da Leute hingeschickt habe, die den Rahmen dieses von den Querdenkern begonnenen Camps aufrechterhalten und am Leben erhalten. Ja, und da gibt es noch viele andere solcher Standorte, wo man solche Kommune oder Reservate für natürlich lebende Menschen, die natürlich dann auch ungeimpft sein dürfen, natürlich lebende Menschen und insgesamt freiwillig verantwortliche Menschen. Solche Reservate, ne, die könnte man dann bilden. Ja, also das zu diesem Rahmen noch, den wir immer wieder anbieten. Und ich glaube, zu dem, was Dylan da gesagt hat, dass es wirklich so ist, dass die Menschen lernen müssen, aus der Sucht überhaupt rauskommen zu wollen. Also ich finde, das ist ja krass. Also man muss sich das in einem Satz vielleicht nochmal, also eine Beschreibung der Problematik, die eigentlich Aufwacheffekte auslösen können müsste. Wir weigern uns, unser eigenes Wohlbefinden kontinuierlich zu messen, weil wir innerlich schon ahnen, dass die Süchte, an denen wir hängen bleiben wollen, sich dann nicht besonders bewähren. Also nichts Gutes dabei rauskommt. Dann verweigern wir lieber das Messen, als dass wir das Üble, was übel wirkt, verändern oder aufgeben wollen. Okay, ich gebe wieder an Dylan. Ja, wobei ich gerade eben mit einer Frau gesprochen hatte, die also auch eigentlich gar keine Probleme hat, mit der Wohlfühlstimme hatte. Also diese Probleme, die Öff jetzt gerade genannt hat, gar nicht empfindet, sondern nur das Problem hat, was ich auch immer wieder bei den Leuten auch anspreche dann, nämlich, dass wir Daten bisher immer eigentlich nur als Datenmissbrauch gegen uns Menschen kennen.
Und dass diesen Datenmissbrauch, der von den Datenkraken praktiziert wird und gegen die Menschen verwendet wird, dass wir den könnte man so als symbolischen Akt grundsätzlich verbieten. Und damit die Menschen sich daran gewöhnen, dass Daten auch zum Wohle der Menschen verwendet werden können. Und dann war es dieser Frau sehr, sehr wichtig, von mir zu hören, dass dann zum Beispiel, ja, wenn sie in das Restaurant geht und dann Übelkeit bekommt und andere Gäste auch Übelkeit bekommen und sie das dann meldet, indem sie quasi einfach 2 Stunden nach dem Restaurantbesuch an den Bundeswahlleiter eine verschlechtertes Wohlfühlen meldet. Mehr nicht. Es wird ja nicht gemeldet Bauchschmerzen, sondern es wird immer nur verschlechtertes Wohlfühlen oder verbessertes Wohlfühlen gemeldet. Und das in den Stufen 1, 2, 3, also 3 wäre extrem verschlechtert und 1 wäre ein bisschen verschlechtert, ne? Und dass dann der Bundeswahlleiter nichts mehr mitkriegt, als dass diese Frau in einem Viertel wohnt, wo 1.000 Menschen wohnen und sie ist eine von diesen 1.000, sodass sie nicht identifizierbar ist, dass alles vollständiger Datenschutz ist, dass nichts identifizierbar ist, niemand feststellen kann, wer diese Person ist und so weiter. Und dass so dann Daten, wir anfangen zu erleben, dass Daten auch für uns gut sein können. Ne? Und das ist eigentlich mit den Daten, dass diese Daten, dass wir so gewöhnt sind, dass Daten gegen uns Menschen verwendet werden, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die Leute, wenn dann, Sorgen haben bei der Wohlfühlstimme. Aber das kann man dann meistens sehr schnell ausräumen. Ja, und dann hatte Öff angesprochen, dass man ja noch mehr als die Wohlfühlstimme noch viel mehr demokratische Elemente machen kann. Wir hatten auch mal welche gesammelt. Ich lese mal vor. Wir können sogenannte Volksentscheid-Wahlprogramme machen. Das sieht dann ungefähr so aus, dass man also sozusagen, dass Parteien also sozusagen den Bürgern schon Volksentscheide anbieten, die sie nach der Wahl die Bürger dann bekommen sozusagen und so dann hier ankreuzen können oder eine Punktzahl eintragen können sozusagen und so viel mehr Demokratie und dann könnte man die Vorwahlen Mini-Volksentscheide einsetzen, also Volksentscheid-Wahlprogramme und Volksentscheide, große Volksentscheide, dann könnte man die Vorwahlen Mini-Volksentscheide verwenden, zum Beispiel auch, um neue Reformer hochzuwählen und so weiter. Und man könnte also hier, Sie können das ja also mal lesen, ich habe es hier eingeblendet, sehr viel machen. Man könnte auch eben die Medienreform entsprechend machen. Man kann sehr viele einzeldemokratisierende Elemente machen. Manche sagen allerdings, die Wohlfühlstimme zu kombiniert eben mit diesen Korrekturformeln, wie zum Beispiel Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve, Alterskorrekturkurve und so weiter, völlig ausreichen würden, weil die Wohlfühlstimme ja so etwas wie ein dauernder, basisdemokratischer Dauervolksentscheid über alles sozusagen, ja. Aber wie gesagt, das wird man sehen, wie weit die Menschen sich dann auch gerne noch darüber hinaus mit diesen vielen möglichen demokratischen Elementen beschäftigen möchten. Ja, ich hatte ja selbst damals auch die Fernseh-Talkshows Demokratie pur vorgeschlagen, also als freie Argumente-Kultur-Plattformen mit dem auch eben mit der nicht vorhandenen Cancel Culture, weil der Bundeswahlleiter jeden zu diesen Talkshows zulassen muss in der Reihenfolge der Anmeldung, egal welche Argumente und welche Lösungsentwürfe er vorschlägt, damit wir eben nicht wieder in diese so mörderische Cancel Culture der Marktwirtschaft sozusagen reinkommen. Ja, und mein letzter Gedanke, bevor ich weitergebe, ist eben auch, dass eben, ja, wir Naturwissenschaftler sehen 3 Wege, also die Gemeinschaften, ja, über 10 Gemeinschaften in ganz Deutschland, hier Gemeinschaft Köln-Süd, für die ich zuständig bin, ja. Und das dann aber auch gilt, wenn diese,
wenn die Gemeinschaften anfangen, mit anderen Gemeinschaften Tauschhandel zu praktizieren, dass man dann unbedingt gleich wieder die Gemeinwohlwirtschaft einführen muss, damit man nicht wieder in die kapitalistische Wiederholungsfalle sozusagen reintrapst. Und ja, also das sind die drei Dinge, die die Naturwissenschaft bietet. In den Gemeinschaften arbeiten an den vorteilbringenden Irrtümern, also mit der VIAT, der vorteilbringende Irrtümerabbautechnik. Ja, und dann an sich dieser innere Weg mit der VIAT, den kann man auch, den empfehlen wir auch, egal ob in Gemeinschaft oder außerhalb der Gemeinschaft. Ja. Und die gemeinwohlökonomische, also die gemeinwohlwirtschaftliche Korrektur mit der Wohlfühlstimme, die bedeutet quasi, dass der Mensch, zum Beispiel der Marktleiter oder der Praxisleiter, aus diesen Selbsttäuschungsmechanismen rauskommt, seine vorteilbringenden Irrtümer zu glauben, obwohl sie auch ihm schaden, aber geblendet zu sein von dem großen wirtschaftlichen Erfolg, den sie ihm bringen, und dadurch dann sozusagen die Hinterfragung zu vernachlässigen. Und da hilft die Gemeinwohlwirtschaft als Hilfsmittel, wie Öffer ja richtig sagte, dass er wirklich dann als Hilfsmittel durch die Pleitedrohung sozusagen motiviert wird, jetzt mal wirklich so seine Denkweisen zu hinterfragen und zu hinterfragen, was er den Menschen da eigentlich für giftige Produkte anbietet und die Leute krank macht. Ich gebe weiter an Öff. Ja, danke, Dylan. Also ich erlaube mir, oder schauen wir mal, diese Frau, mit der du da heute gesprochen hast, wenn sie sagt, auch wenn die Daten fürs Gute dienen, dann kann man doch da auch für sein. Und natürlich wirst du sicherlich auch nicht widersprechen, wenn du sagst, ja, wenn die Leute da jetzt hier im Supermarkt und sonst was Falsches zu essen kriegen und dann geht es denen immer schlechter, wäre doch gut, wenn man da Daten hat und wenn man das korrigieren kann, abstellen kann. Also dann kriegt man zwar auch ein Ja, aber dann sind die Leute bei den Umsetzungsgesprächen nicht mehr mit dabei. Insofern bin ich gespannt, bei der Frau, mit der du heute gesprochen hast, wie nachhaltig sich dann ihre Zustimmungsbereitschaft und in Mitmachbereitschaft, in Weiterdenk- und Mitmachbereitschaft umsetzt. Ich glaube, wenn ich in mich reingucke und die anderen Menschen um mich herum, dass da ganz schön viel dann schön gefärbt wird, dass das nicht ehrlich ist. Dass man zwar nicht mehr offen widersprechen kann, also natürlich kann man insgesamt nicht sagen, dass jegliche Daten verkehrt sind. Die Leute wollen den staatlichen Rechtsschutzapparat, der da Durchblick in gewisser Hinsicht verbraucht, um überhaupt effizient agieren zu können. Sie wollen Datenerhebungen für Gerichtsentscheidungen, damit die fair sind. Sie wollen Datenerhebungen, damit sie soziale Versorgungssysteme haben können, wie die sozialen Gelder, die Krankenversorgung und so weiter. Da wollen sie durchaus Daten. Und wenn es darum geht, mit den Daten selbst auch so konsumfreudig durch die Welt zu gehen, da sind sie ja auch. Ne? Früher haben sie bereits protestiert über eine Bevölkerungszahlenerhebung, Volkszählung. Und auf Facebook gehen sie hin und tragen ihre Daten zu Markte. Und zwar für die unsinnigsten Rumspielereien. Also da zeigt sich aus meiner Sicht schon ziemlich klar, wie die Menschen drauf sind und was sie so treibt. Und das ist in der Regel eher solche Willkür-Konsumsucht als ein klar geklärtes Bewusstsein und ein Wille, der sich auf Sinn und Wohl des Ganzen richtet. An den Früchten wir uns erkennen. Ne? Also ich hoffe, dass die Frau dann jetzt, wenn sie sieht, oh Mensch, hier ist doch ein Weg, wo die Daten jetzt so richtig mal fürs Gute verwendet werden könnten. Und nicht wie in China, wo ja auch gesagt wird, das ist jetzt hier so ein Volkserziehungsprogramm quasi und ist doch gut, wenn die Menschen dann alle sozial anständig sich verhalten, wo dann in der Bevölkerung auch so die Zwiespältigkeit ist. Also viele werden sagen, ja, ist besser, als wenn die asozialen Verbrecher hier so über die Straßen sind und können unerkannt entfliehen. Und trotzdem werden sie es mit zusammengebissenen Zähnen machen, weil der Anteil, dass man selber eben auch sich da irgendwelche Willkür, Lebensmöglichkeiten, Konsummöglichkeiten, dass man das haben wollte, der Anteil steckt natürlich auch drin. Und insofern, das ist die große Frage, wenn man dann jetzt sagt, Leute, hier noch viel besser jetzt als in China oder sonst wo,
nämlich indem wir die Freiheit und die aufgeklärte Mündigkeit des Menschen mit berücksichtigen und respektieren wollen, machen wir das mit Sicherungsmechanismen für Freiheit und Demokratie. Dass da also keine Willkür, Gewaltpartei herrscht, sondern gemeinsame und gemeinsam miterdenkbare und besprechbare und gestaltbare Vernunft. Da bin ich sehr gespannt. Das wäre natürlich viel besser, dass die soziale Anständigkeit nicht durch eine herrschende, willkürliche Diktatur, auch missbräuchliche Diktatur, gewährleistet wird, sondern durch die freie Selbstbestimmung und das Mitmachen aller. Ja, das wäre ganz toll. Das Angebot stimmt, glaube ich. Und trotzdem fürchte ich eben, dass die Menschen aus den von mir beschriebenen Fehlmotiven lieber gucken, wie können wir unseren Süchten auch so nachgehen, so lange nachgehen, bis uns ein Diktator zwingt, sein zu lassen. Oder wie sehr können wir, statt jetzt selber so schrecklich verantwortlich sein zu müssen, uns in die Arme irgendeiner Autorität schmeißen, die das übernimmt, und dann können wir noch weiter so gucken, welche Spielräume uns gelassen werden fürs Ausleben unserer Rückkehrkonsum. So. Es ist schlimm aus meiner Sicht, das so zu analysieren oder analysieren zu müssen, wie der Mensch funktioniert. Und ich mache es natürlich auch mit dem Hoffnungsmotiv oder pädagogischen Motiv, dass wenn wir hier so drüber reden und ein Zuschauer hört das dann, dass der sich fragen kann einfach, wie viel ist da realistischer Anteil dran, auch in mir selbst? Und will ich meinen ausscherenden Filmen und Motiven hinterherhängen, sodass, damit die Welt dadurch nicht entgleist, es eben einen Willkürherrscher bräuchte? Oder kann ich so ein Vernunftherrscher in mir selber sein wollen, der danach geht, was im Ganzen verantwortlich ist? Will ich das wirklich? Und nicht so, dass ich dem Dylan, wenn er bei mir vorbeiläuft, sage, oh Dylan, da ist ja nichts gegen zu sagen, und dann bin ich weg, abgetaucht. Okay, ich gebe wieder an Dylan. Ja. Ja, dann lege ich mal los. Ja, also gerade bei dieser Frau war das ja auch ganz interessant, warum die zum Beispiel nicht hier ist. Ich glaube, das kann man so beschreiben. In der Marktwirtschaft haben die Leute so unterschiedliche vorteilbringende Irrtümer im Kopf. Zum Beispiel hatte diese Frau einen unheimlichen Hass und eine unheimliche Wut auf die Konzerne. Die konnte es gar nicht ertragen, dass man in der Gemeinwohlwirtschaft ja quasi mal die Konzerne nicht mit Hass zerschlägt, sondern sie quasi pleite gehen lässt, wenn sie den Menschen Schaden zufügen, und überleben lässt, wenn sie den Menschen Gutes tun. Und allein der hat es schon widerstrebt, dass man die Konzerne leben lässt, wenn sie uns dann neu auf neue Weise Gutes tun. Ja, also das heißt, die wollte gar nicht die Möglichkeit der Änderung des Verhaltens der Konzerne sehen, sondern wollte eben sie am liebsten nur kaputt schlagen. Ja, und vielleicht, und diesen vorteilbringenden Irrtum, den hat sie, das ist ein vorteilbringender Irrtum, all der Revolutionäre. Ich sehe ja Revolutionäre als diejenigen, die als selber Diktator werden wollen, die selber Honecker werden wollen oder Stalin werden wollen und dann davon profitieren können und dann sozusagen auf Kosten der Bevölkerung leben können, ja, sozusagen. Aber sie hat diese Irrtümer geglaubt. Und mittlerweile sehe ich so, dass jeder Mensch sozusagen so ein individuelles Muster an von bestimmten vorteilbringenden Irrtümern hat. Und dann auch den zentralen vorteilbringenden Irrtum gelernt hat, der Marktwirtschaft. Ja, ich weiß ja, wie alles ist. Ja, so sei selbstbewusst. Ich weiß, wie es alles ist. Und natürlich hat diese Frau gedacht, ja, ich weiß das an der, ich weiß natürlich viel besser als der Dylan, wie die Realität ist. Und ich weiß natürlich viel besser als die 23 Professoren, Doktoren und so weiter, wie die Realität ist. Und es interessiert mich also auch gar nicht, wie die anderen denken, denn ich weiß doch schon, wie die Welt ist. Ne?
Und ich weiß doch, dass die Konzerne meinen Hass verdienen und so weiter, ja, und so weiter. Und so haben wir 8 Milliarden Menschen, die in unterschiedlichen Filmen sind, die von daher eigentlich gar kein, nicht das geringste Interesse haben, sich mit irgendjemanden anderen auszutauschen, der irgendwie anders denkt als man selber, ja. Und dann auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass im Hintergrund vielleicht diese Frau auch gedacht hat, na ja, eigentlich, ich will mir, ich, das ist mir viel zu anstrengend, irgendwas zu versuchen zu ändern. So schlecht geht's mir doch gar nicht in dieser Marktwirtschaft, ne? Und so weiter. Ja, und das ist das, was ich heute dann auch einer Person gesagt habe, ja, nämlich, dass ich gesagt habe, ja, also ich bin halt ganz sicher als Wissenschaftler, dass wir hier gar nicht leben, sondern nur vegetieren dürfen, weil wir hier vielleicht nur ein Hundertstel unserer eigentlichen Lebensfreude leben dürfen, ja, und aber das können die anderen Leute eben nicht so sehen, ja, das, ich habe ja auch lange gebraucht, bis ich das so gesehen habe. Ja, und ich wiederhole noch einmal, dass also eben, wie gesagt, die Naturwissenschaft sagt, Marktwirtschaft muss sofort beendet werden, weil sie eben mit diesen gefährlichen Selbsttäuschungsmechanismen, vorteilbringenden Irrtümern einhergeht, die dann also unser aller Leben zerstören, unglücklich und krank machen und so weiter. Und deswegen brauchen wir, dass diese gemeinwohlwirtschaftliche Messung dessen, ob eine Firma den Menschen Schaden zufügt oder Nutzen zufügt, und dafür muss man eben ganz vorsichtig mit allem Datenschutz und so weiter, mit Daten arbeiten. Aber dadurch kriegen wir dann diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer weg. Die ganze Gehirnwäsche hört auf, die ganze Manipulation der Menschen hört auf, die ganze psychische Verändertheit der Menschen hört auf. Und sie können dann über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften dann in Gemeinschaften leben, wie zum Beispiel der Gemeinschaft Köln-Süd, die dann vielleicht sogar, die dann von einem Hausarzt unterstützt wird, und ja, und dann leben die Menschen wieder natürlich und glücklich miteinander, und ja, und letztendlich haben wir eben diese drei Dinge im Politischen, die gemeinwohlwirtschaftlichen neuen Rahmenbedingungen, für den inneren Weg der Persönlichkeitsentwicklung, die VIAT, und beides zusammen, gemeinwohlwirtschaftliche Überlegungen und VIAT, haben wir für die Gemeinschaften, ne? Und das sind die Wege, wie wir versuchen könnten, eine Transformation der Welt zu machen. Ja, und ich gebe weiter an Öff. Ja, danke dir. Und ich sag mal, als Leckerli für die Leute, die so wie die von dir angesprochene Frau so ganz aufgeschlossen dann auch zum Teil werden, dass man die Daten ja auch fürs Gute verwenden kann. Ich füge hinzu, dass man das so machen kann, dass die Leute an der Regie mit beteiligt werden, statt dass andere die Daten auswerten und was mit ihnen machen. Und in diesem Sinne, ne, als weiteres attraktives Bonbon, wir legen eben die Schienen gar nicht irgendwie in eingeengter Weise fest, sondern wenn ihr dazukommt bei uns, könnt ihr einfach als, ja, respektierte Vernunftwesen mitdenken bei der freien Argumentekultur. Argumente-Gleichberechtigung kann man das auch nennen. Und da, wo ihr bessere Argumente habt, wo ihr uns kritisieren könnt und zeigen könnt, da ist was falsch bei uns oder was anderes besser, da wird das nicht durch irgendeine Dogmen- oder Autoritätskultur weggewischt oder gar nicht erst zum Zuge kommen gelassen, sondern hätte es gern gesehen. Also, ganz tolles Bonbon in meinen Augen. Und wir sind offen dafür, dann auch verschiedene Zweige oder Unterexperimente in solche Kommune-Experimente von uns integrieren zu lassen. Also, dass man da solche Zweige auch wählen kann. Ich hatte schon von unserer Mehrschienigkeit gesprochen. Man kann sich parteienmäßig in der Gesellschaft engagieren, kann wirtschaftlich reformerisch aktiv sein, wie mit der Wohlfühlstimme, kann
neue Form von Volksentscheiden mit in den Weg, auf den Weg bringen wollen. Man kann, wie Dylan es dann beschreibt, also jetzt auch, welche direkten Belohnungen muss man erleben, wenn der Sinn im Ganzen einen schon genug begeistert. Man kann erleben, dass eine Art von freier Sexualität oder um auf unsere natürlichen Wurzeln auch dabei ja sich vielleicht stützen zu können, sowas wie die von Dylan sogenannte Bonobo-Gruppenehe, wie weit man da eben eine ganz andere Dimension von Glück erlebt als im Konsumgerenne. Ja, und man kann, ein Zweig wird sicherlich dann immer auch sein, diese Art von Geisteskultur, wie der alte Öff das so als Möglichkeit in den Raum stellt oder selbst auch anbietet, oder dass man da versuchen kann, wie weit sowas wachsen oder zusammenwachsen kann. Also post-conventional level. Uns motiviert in erster Linie die Vernunft mit Blick auf das im Ganzen Verantwortliche. Wir brauchen da jetzt nicht Zusatzleckerlis. Ich meine, wir freuen uns auch alle über die Leckerlis, aber wir brauchen es nicht, weil wir sonst vom Weg abkommen würden, den Weg dieser Gesamtverantwortlichkeit. Und wir bilden dann die aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommunen dann auch mit der Offenheit, dass jemand auch nur da sitzt und meditiert oder mit einer Frau ein Buch lesen kann und es gar nicht unbedingt Sexualität sein muss, was da den höchsten Verbundenheitseffekt erzeugt oder Glückseffekt erzeugt. Und ja, wo man dann diese freie Argumentekultur mit fundiertem Konsens und so einer Menschheitskonsensdemokratie verknüpft, dass wir sogar wollen, dass nicht nach unseren Stimmen nur gegangen wird, sondern dass wir sehr wissenschaftlich werden, auch in unserer ganzen Art, und dass wir sagen, die wissenschaftliche Erkennbarkeit, was den Kindern der Zukunft dient, ist wichtiger als Mehrheiten der Augenblicksmenschen jetzt. Ja, all diese Dinge, ne? Diese Geisteskultur, da wird sicher auch der Raum sein, damit zu experimentieren, wenn Leute sagen, das interessiert, das reizt sie, und natürlich auch mit Effizienzcheck, ne? Dass sie das dann auch können, also nicht, dass da nur hohle Ansprüche gestellt werden oder Fassaden crashen. Da werden wir immer alles miteinander im Auge behalten und gucken, was da passieren kann. Und ich sage noch konkret, was ich immer ja auch beim Samstag mache, womit ich dann gerade dran bin. Ich habe ja einen Schwerpunkt neben der Aufrechterhaltung all unserer Reservate, aber einen Schwerpunkt habe ich ja in den letzten 2 Jahren jetzt darauf gelegt, dass da so ein Demokratiefürsorge-Zeltcamp, so ein Modellreservat als kleiner Keimling, auch direkt vor die Tore der Macht gesetzt würde, da in Berlin. Ich habe schon gesagt, dass ich da ein paar von meinen Verbündeten habe, die da dieses Zelten so auch am Leben erhalten. Und angesichts der Eskalation des Staates, also obwohl jetzt hier vielleicht die Omikron-Variante des Coronavirus wirklich nicht mehr anders ist als die Grippe, wird ja trotzdem versucht, schwerste Grundrechtseingriffe weiter durchzuziehen, wie mit Impfpflichtplänen und so weiter. Je mehr der Staat da in seiner jetzt schon willkürlich diktatorisch ansetzenden Art eskaliert, desto mehr muss man als gewaltfreier Mensch die Alternativstrategie anwenden, also Geisteskraft, Argumentekraft und das vorgelebte Beispiel. Da habe ich, nachdem eben dieses Zeltcamp da verboten wurde und angesichts der Gefahr, dass der Staat immer restriktiver gegen solche Freiheitsformen vorgehen will, gesagt, dass ich dann gewaltfreien Widerstand leisten muss, auch einschließlich Gesetzesübertretungen. Hatte in Berlin ein Verfahren wegen illegalem Zelten, habe jetzt hier in Hessen, wo ich ein Geflecht von Projekten auch habe, ein Verfahren wegen missachtetem Abstand bei einer Montagsmahnwache von mir. Und ja, also ich habe den Plan, habe das auch so angekündigt, bin gerade dabei, das auch an Politiker, an Richter, auch an den Richter und das Gericht, vor das ich da im März treten werde, das rauszuschicken. Ich möchte da einen Weckruf, da habe ich lange dran gefeilt, so einen Text, ein Weckruf ist bei uns im Freien Argumentekulturforum. Das möchte ich als argumentative, als geistesmächtige oder geisteskräftige Form von Durchsetzungsmittel einbringen. Und ich
werde diese Art von Freiheit weiterleben. Und wenn der Staat uns die Orte nimmt, wo wir in Ruhe das machen können und die anderen gar nicht in Gefahr sind oder nicht belästigt werden, also wenn sogar solche Reservate eher nicht genehmigt werden oder verhindert werden, oder ja, dann ist es uns aufgenötigte Störung, die wir darstellen durch die fehlenden Abstände oder durch die Ansteckungsgefahr. Das liegt dann nicht an uns, sondern das liegt am Staat. Und wir müssen aber diese Freiheitsschiene weiterführen. Ich werde das tun und ich werde da auch nicht mit aufhören können, bis es zumindest eine klärungsfähige Ansprechstelle gibt, mit der ich dann die Argumente, also auch die konkreten Argumente, ob da solche Freiheitsspielräume begründet sind und ob Zwangsmaßnahmen dagegen nicht begründet sind, also wo diese minimale Argumenteklärung möglich wird. Okay, da bin ich mit dran. Ne? Ich werde heute Abend wahrscheinlich noch ein paar Adressen von Politikern, jetzt hier auch lokalen Politikern, Bürgermeister in Marburg, Stadt Allendorf und so weiter, werde ich das rausschicken, dass ich bitte, nicht nur hier und da mal ein paar kritische Stimmen zuzulassen und im Wesentlichen doch seine Wühlmaschine durchzuziehen, sondern stärkste Argumente auch zuzulassen, relevanteste Argumente und darauf in einer ernstnehmbaren Weise einzugehen. Okay, ich gebe wieder an Willen. Ja, dann gehe ich da auch mal drauf ein. Ich habe hier jetzt das Schaubild ja angezeigt mit der Diktatur der Sparten und den verschiedenen Sparten. Und Öffeff hat ja gerade eben angesprochen, das, was ich nennen würde, also wir als Naturwissenschaftler, so eher die Pharma-Medi-Mafia-Diktatur. Und die gerade beim Ukraine-Konflikt anstehende Waffenspartendiktatur sozusagen ansprechen. Ja? Also da sieht man, wir sagen, weil wir keine Gemeinwohlwirtschaft haben, sondern Marktwirtschaft, ist es so, dass sozusagen der Arzt eben solch eine psychologisch gespaltene Persönlichkeit ist quasi. Er glaubt selber seine eigene Panikmache. Er glaubt, dass kleine Dinge unendlich gefährlich seien und er neigt zu einer Gefahrenüberschätzung, ängstigt sich damit auch selber. Ärzte sind die größten Hypochonder sozusagen, ängstigt sich damit auch selber. Aber leider macht er damit auch Riesengewinne. Denn dadurch, dass er so viel Panik verbreitet und die Gefahren überschätzt und die Gefahren von Ernährung, krankmachender Ernährung zum Beispiel, drastisch unterschätzt, dadurch macht er natürlich Riesenumsatz und verdient unheimlich viel Geld, weil die Leute sozusagen, wenn er sie in Panik versetzt, ihm natürlich alle seine Medikamente, seine Impfungen, seine sonstigen Sachen abkaufen, ja. Also wenn er ihnen sagt, ja, wenn sie die und die Behandlung nicht machen, dann sind sie übermorgen tot, ja, dann ist doch klar, dass die Leute ihm alles abkaufen, ja. Und genau deswegen, weil er da so viel damit verdient, fragt er sich nicht, ob er nicht eventuell im Studium ein völlig falsches Weltbild gelernt hat. Nämlich ein Weltbild, das sozusagen Mikroben, also kleine Organismen, unsichtbare Organismen, als unheimlich gefährlich einschätzt, aber den Supermarkt mit all seinen giftigen Substanzen als total harmlos einschätzt, ja, ob er da nicht sich irren könnte. Aber warum sollte er, und das ist diese neue naturwissenschaftliche Psychologie, warum sollte er sich dahinter fragen, wenn er doch Milliarden damit verdient, auch wenn er sich selber natürlich dann auch hypochondrisch und auch mit seiner eigenen Panikmache ja auch selber
dann nervt. Wobei dann sich übrigens schon noch zeigt, dass man ja bei Ärzten immer wieder festgestellt hat, dass da eine sogenannte Teilbewusstheit vorliegen muss. Denn Ärzte preisen bestimmte Behandlungen Außenstehenden jederzeit an. Wenn es dann aber um die eigene Familie, die eigene Kinder geht, plötzlich sind sie nicht bereit, diese aggressiven Chemotherapien zum Beispiel bei ihren eigenen Kindern durchzuführen, weil sie irgendwo vielleicht doch so eine Halbbewusstheit haben, dass das eigentlich gar nicht so gut ist. Aber wenn es darum geht, sie Fremden zu verkaufen, da haben sie dann einfach wenig Skrupel. Und das deckt sich ja mit dem, was auch dieser eine Professor im Schweizer Fernsehen so schön gesagt hatte. Das menschliche Gehirn ist leider nicht darauf konstruiert, um jeden Preis redlich und wahrheitsorientiert zu sein, sondern in erster Linie erstmal ist es ein Überlebensmechanismus. Und wenn durch einen Irrtum der Schaden für mich selber überschaubar klein ist, aber der Profit riesig ist, dann scheint die Psyche damit nicht klarzukommen. Und das macht dann die Marktwirtschaft so gefährlich und so weiter. Und dann auch die Waffenhändler. Ja, ein erfolgreicher Waffenhändler wurde in der Geschichte immer nur jemand, der wirklich ein Weltbild hatte, in dem er wirklich glaubt, dass die gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Menschen eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang sei und eigentlich ein naturanaloger Vorgang sei. In der Natur ist das doch auch so gewalttätig überall und so weiter. Und da hat er eben auch wieder seine vorteilbringenden Irrtümer, die er glaubt. Und da er solch eine Weltperspektive dann auch im Oval Office sozusagen einbringt als Berater des Präsidenten und so weiter, hetzt der Waffenhändler den eigentlich auf, genauso gewaltorientiert zu denken und dass Gewalt eine sinnvolle, wichtige Sache sei. Und dann wird halt der nächste Krieg gemacht und jetzt wird dann der nächste Krieg gegen Russland gemacht und dann wieder richtig viel Geld verdient. Ja, und das zeigt eben so, unsere naturwissenschaftliche Perspektive zeigt eben, wie gefährlich dieser Kapitalismus, diese Marktwirtschaft ist. Ich gebe weiter und wir suchen ja jetzt schon wieder auch so langsam das Ende für heute. Genau, gegen 10 machen wir ja immer gerne Schluss, damit es nicht zu sehr ausbuchert. Und also bei mir ist das dann jetzt mein Abschlussbeitrag. Ich lade herzlich dazu ein und hoffe, dass diese Sendung da Anstöße zu enthalten. Weshalb es wertvoll ist, auch wenn sich manches immer wiederholt, da am Ball zu bleiben. Also es kommt ja auch mal Neues an Bezügen mit rein. Also dass wir jetzt in Richtung so eines Zukunftskongresses für Multiplikatoren auch planen. Also wenn ihr die Idee gut findet, liebe Leute, ja, dann denkt da mit und macht damit, dass das was werden kann. Und wir sagen euch ja auch immer, was wir konkret an nächsten Schritten machen. Also habt ihr von mir jetzt gehört, dass ich diese Schiene des gewaltfreien Widerstandes, weil nicht einmal die abgesonderten Reservate zugelassen werden, sondern ja, die Menschen quasi in die Zwangsbereiche reingedrängt werden sollen. Also dass ich da die gewaltfreien Strategien fortsetze, dass ich da Gerichtsverhandlungen entweder sogar auch provoziert habe und weiter provozieren müsste, wenn es nicht schon was gäbe, wo ich da agieren kann. Und dass ich dafür Argumente, Muster und Vorgehensweisen entwickle. Also das ist alles immer neben den Wiederholungen unserer Grundsatzinhalte. Hier sind das mögliche Punkte zum Einhaken für euch, wo ihr gerne mit dann überlegen und mitmachen könnt. Und ja, ganz besonders finde ich eben die Motivationsfrage wichtig, dass man die Anregung geben kann, also auch an euch, liebe Zuschauer,
in sich reinzuschauen und zu gucken, was ist da eigentlich die bestimmende Wirklichkeit? Ist es so, dass man so gut wie möglich an Sinn und Wohl des Ganzen denkt, aus globaler Verantwortung handeln möchte, seinen Willen hauptsächlich in dieser Richtung einschieben möchte? Oder macht man ein paar Sachen, so auch als Gewissensalibi oder Feigensättchen, um dahinter einer kleinen Willkürorientierung, diesen kurzsichtigen Filmen und Splittermotiven hinterherrennen zu können. Ich glaube, das würde wirklich gewaltig was bringen, wenn man auslösen kann, dass ein Mensch hingeht und sich das mit Blick nach innen wirklich fragt. Und wenn es ihm ernst ist, überhaupt auch so eine Lebensorientierung sich zu erdenken, einen Lebensplan, der im Ganzen stimmig wäre. Das eine ist, selbst ernsthaft ranzugehen, das zu tun. Aber ein Mensch, der es ernsthaft will, der wird auch ganz schnell sich sagen, wow, dafür ist es ein ungeheurer Reichtum, wenn es auch andere schon ernsthaft in dieser Richtung machen und nicht mit dem auszutauschen. Das heißt, er wird sich nicht in die Ecke setzen und denken, ich mache mich jetzt alleine zum weltrettenden Erleuchteten, sondern er wird begeistert die Möglichkeit nutzen, mit anderen so ernsthaften Menschen da in Gedankenaustausch zu gehen. Also wenn diese Schlussfolgerung von mir stimmt, liebe Zuschauer, dann verstehe ich nicht, warum ihr nicht wenigstens da im Freie Argumente-Kulturforum mit dabei seid und auch lebhaft mit dabei seid. Weil dann müsste es uns gemeinsam ja vorwärts drängen, dass wir diese Vernunft für Sinn und Wohl des Ganzen wirklich kraftvoll zur Hauptschiene unseres Lebens machen können. Schaut in euer Inneres, was da ist, prüft, warum wir noch nicht lebhaft, aber hier bei den Talks oder im freien Argumente-Kulturforum uns austauschen. Und wenn euch klar wird, dass da vielleicht was ganz, ganz Wesentliches fehlt oder vernachlässigt wird, sehr stiefmütterlich behandelt wird, mit Feigenblättchen weggedrängelt wird, wenn euch das klar wird, ändert es. Denn gibt es auch so einen schönen Spruch, wenn du unzufrieden bist mit deinem Leben, dein Leben sind deine Entscheidungen, dann ändere deine Entscheidung. Alles klar, ich danke euch. Ich schicke allen ein Namaste und eine Umarmung durchs Telefon oder Internet. Mögen wir alle den guten Weg möglichst gut finden. Gebe an Dylan. Ja, ich versuche auch schon, mich dem Ende zu nähern, indem ich nur kurz sage, ja, eben, das Problem ist, dass ich glaube wirklich, jeder weiß doch schon alles. Ja, wozu brauche ich den runden Tisch der Frack, wenn ich doch schon alles weiß? Ja, wenn ich weiß, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt Unrecht tue, aber ich gehe davon aus, dass der Louis eigentlich weiß, wie die Welt ist und er die freie Argumentekultur nicht braucht, weil er weiß, wie die Welt ist und dass die Gela eigentlich auch weiß, wie die Welt ist, die Antonia weiß, wie die Welt ist und all die anderen eben auch wissen, wie die Welt ist. Und deswegen dann meinen, sie bräuchten den runden Tisch, der Frack, diese Zentrifuge nicht, bei der vielleicht dann doch rauskommen könnte, dass man doch den einen oder anderen Irrtum glaubt. Ne? Ja, ich weiß es nicht. Also das scheint das Dilemma zu sein. Also ich wieder fasse nochmal zusammen, was ich heute gesagt habe, nämlich dass alles bei dieser neuen naturwissenschaftlichen Perspektive fußt des Weltrates, fußt eigentlich, also bei dieser neuen evolutionspsychologischen Perspektive des Weltrates, fußt alles auf der neuen naturwissenschaftlichen Psychologie rund um den Begriff des parasitären Memes, also des vorteilbringenden Irrtums, Killervirus des Geistes, irrationale Kognitionen, vorteilbringende Irrtümer. Und dieses Wissen wenden wir auf Gemeinschaften an, versuchen dort die Glückshemmnisse, also auch die glückshemmenden, vorteilbringenden Irrtümer abzubauen und dann auch bei der Arbeit mit dem Individuum könnte man das Individuum befreien. Und in der Wirtschaft folgt daraus, dass wenn man diese Schwäche der menschlichen Psyche sieht,
dass man sagt, nee, man braucht so ein bisschen einen unterstützenden, schubsenden Rahmen, der also sozusagen diese Falle, ich glaube, einen vorteilbringenden Irrtum, vergifte die gesamte Bevölkerung mit gesundheitsschädlichem Billig-Sondermüll, profitiere aber Milliarden davon und hinterfrage das nicht richtig, dass dieser Schubs, ja, in Zukunft gehst du pleite, wenn du den Menschen weiterhin Schaden zufügst und kannst nur überleben, wenn du alles anders machst und nur noch gesundheitsförderliche Nahrung versuchst, deinen Kunden nahezubringen oder sie in Richtung dieser gesundheitsförderlichen Nahrungsdinge versuchst zu lenken. Und wenn du das nicht machst, gehst du pleite. Das also, dass wir dieses kleine Schubsen halte ich für sinnvoll, ganz im Gegensatz zu dem sogenannten Nudging, wie es, glaube ich, heißt, dass ich also als ein destruktives Schubsen empfinde, also ein Schädigen der Menschen durch diese Art des Schubsens empfinde. Aber die Gemeinwohlwirtschaft empfinde ich als das menschenfreundliche Schubsen. Ne? Ja, also von mir aus war es das auch soweit. Und wie gesagt, ich bin halt auch entsetzt, dass eben die Menschen wirklich, ja, jeder weiß alles und niemand braucht sich mit anderen auszutauschen, denn er weiß ja eigentlich schon alles. Ne? Und dann braucht man auch die freie, den runden Tisch der freien Argumentekultur nicht, weil man weiß ja eh schon, wie die Welt ist. Und das ist, glaube ich, vielleicht so der gefährlichste vorteilbringende Irrtum, den die Marktwirtschaft erzeugt hat. Kind, sei selbstbewusst, du bist besser als alle anderen, du bist der Schönste, Klügste und Beste und du weißt alles. Und wenn du 3 Bücher gelesen hast, weißt du alles über die Welt und dann brauchst du dich auch nicht mehr mit anderen darüber auseinanderzusetzen. Ich kann es mir nicht anders erklären, ich weiß es nicht. Also was auf jeden Fall ist das eine der Krankheiten der Marktwirtschaft, dass die Menschen nicht miteinander reden. Ja, und nicht begeistert Hurra schreien, wo wir hier jetzt mit das beste Angebot der Welt haben, nämlich endlich mal jemanden, der keine Cancel Culture macht. Ja. Also. Ja, hast du noch was Wichtiges, ÖFF? Wir machen ja immer so lange, bis alles Wichtige für heute erstmal gesagt ist. Ich habe nichts mehr. Ich habe mich schon verabschiedet. Auch an dich noch eine liebe Umarmung. Ja, also dann bis Montag und da haben wir ja dann viel vor, haben wir ja möglicherweise 2 Termine. Ich krieg ja dann noch die E-Mail, gell? Alles klar, bis Montag. Tschüss.